einer Stimme, die auf das Fest zu schließen lässt, darf ich Sie im Namen des Bundesvorstands ganz herzlich zur Ausstellungseröffnung begrüßen. Wenn eine bzw. unsere Mathematiklehrerin aus dem Gymnasium Agneten sich an einer Ausstellungsmache beteiligt, beziehungsweise die Ausstellung zusammen mit Mitarbeitern erstellt, wird man neugierig. Woher das Wissen? Christa André wurde 1984 Frauenreferentin und dann Vorsitzende der Kreisgruppe Heilbronn. Später wurde sie Landesfrauenreferentin und stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württemberg. Durch die Frauenarbeit ist sie zum Thema Trachten gekommen. Sie sagt: Ich hatte das Glück, dass meine Mutter meine Freude an der Handarbeit gefördert und mir sehr viel beigebracht hat. Also man sieht, Faszination allein reicht nicht. Hinzu kam dann auch, wo sie ihre Arbeit vertieft hat, dass sie sich 1999 eingebracht hat und federführend den Auftritt der Agnetner beim Oktoberfest organisiert hat. Da hat sie sich richtig reingekniet, da ist sie reingewachsen und es schließt sich heute ein wunderbarer Kreis, denn heute 20 Jahre nach diesem Ereignis werden die Agneten, die Siebenbürger Sachsen, wieder beim Oktoberfest vertreten. Herzlichen Dank für deine Arbeit, liebe Christa. Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind und Interesse haben. Und jetzt übergebe ich das Wort an Christa für die Einführung. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Ausstellung. Gut behauptet, behütet und beducht. Den Namen haben wir vor vielen Jahren von den Schwestern Marianne Löffel und Eva Zell aus Pforzheim übernommen. Sie hatten eine Ausstellung unter diesem Titel. Und bei einem Begegnungsfest in Heilbronn auf dem Gaffenberg haben wir eine Präsentation verschiedener Kopfbedeckungen aus dem Rücken durch viele Trägerinnen und Träger vorgeführt. Sie stieß auf großes Interesse. Nun könnte man vielleicht auf so eine Ausstellung verzichten, denn wenn Sie sich morgen an den Straßenrand stellen und den Trachtenumzug beobachten, können Sie die ganze Vielfalt der getragenen Kopfbedeckungen bestaunen und bewundern. Unter den Schleiern, Tüchern und Bändern steckt aber viel mehr als von außen zu sehen. Der kunstvolle und besondere Aufbau und viele Kleinigkeiten, die zum Thema gehören, sind von außen nicht sichtbar und erschließen sich nicht auf den ersten Blick. So war es früher üblich, dass die Frauen lange Zöpfe hatten und als verheiratete Frau musste man diese um den Kopf legen. Und in diese Zöpfe konnte man die Bockelnadern befestigen. Darüber hinaus gab es noch versteckte Zusatzteile, die Galgen oder Kekeschen hießen, je nach Region und Ortschaft alle Namen haben. Und auch das Bockel an sich war ja früher eine Vorführung, die auf einer Hochzeit auf dem Dorf fehlte. Am Ende des Hochzeitsfestes wurde unter dem Gesang der Frauen die Frau geschleiert. Wir sollten also nicht nur die Kopfbedeckungen an sich, sondern auch das kunstvolle Prozedere des Anlegens des Schleiers als Kulturgut bewahren. Ich freue mich und bin jedes Mal glücklich zu sehen, dass die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Trachtenumzug immer größer wird und dass viele Bestandteile der Trachten zum Teil neu gefertigt werden. Es sind in diesem Jahr 109 Trachtenumzüge. Die dafür erforderlichen Fertigkeiten sind keine Selbstverständlichkeit, wie sie es vielleicht früher mal waren. Meine Mutter musste noch in der 7. Klasse ihr Hemd für die Konfirmationen reihen und die Schürze stricken. Leider hat schon meine Generation dies nicht mehr gelernt. Es war und bleibt ein Glücksfall,
wenn Mütter und Großmütter das Handwerk und das Wissen weitergeben, viele Dinge drohen aber in Vergessenheit zu geraten. Lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen. Es war schon immer so, dass nicht alle gleich geschickt und begeistert von Handarbeit und ähnlichen Tätigkeiten waren. In jedem Dorf gab es ein paar erfahrene Frauen, die geholt wurden, gelockert, geschmiedet wurden. Heute fixieren die meisten Trägerinnen ihren Kopfschmuck auf einen Hut, den sie dann einfach aufsetzen. Und viele wissen nicht mehr, wie die einzelnen Schnitte ablaufen. Wer weiß zum Beispiel, dass viele der bunten Hauben gesprangt sind. Sprangen ist eine knotenlose Flechttechnik, durch die sie die Unterhauben besser an den Kopf anpassen lässt. Und wer kann die Handarbeit so? Kennen Sie die Hauben, die Frauen früher im Alltag trugen? Sie wurden entweder durch Gabelhäkelei oder als Netzarbeit gefertigt. Wer kann das noch? Und das Wort Knöppeln kennen alle. Doch wer weiß, dass man sie wirklich sehr früh geknöppelt hat und in allen Worten, die Sie da sehen, finden Sie innen silberne oder goldene Knöppelspitzen. Und wer weiß zum Beispiel, dass in Jakobsdorf die Mädchen zur Konfirmation gemunkelt wurden. Sie wurden in einem blauen Schleier über einem bunten Band verschleiert. Und bei der Vorbereitung für diese Ausstellung habe ich während die Bundesrepublik telefoniert und habe keine gefunden, die weiß, wie es geht. Ich habe versucht, das nach einem Foto nachzumachen. Wenn jemand es weiß, würde ich mich freuen, wenn man mir sagen würde. Mit den Wochenvorführungen möchten wir auch die gemeinsamen, aber auch unterschiedlichen Elemente in den verschiedenen Gemeinden hinweisen. Ich danke an dieser Stelle besonders Ines Wenzel, denn eigentlich ist es ihre Ausstellung. Und ich muss sagen, es gibt wenige Bürgerinnen, die ihr Fachwissen zum Thema Kraft haben. Wir sehen uns unterhalten bleiben. Ich danke Ihrem Vater, der Sie sehr unterstützt hat bei der Vorbereitung dieser Ausstellung. Ich danke Roswitha Bertler, Reinhold Deppner, Steffi Keck und allen, die ihre privaten Sachen hier zur Verfügung gestellt haben. Es ist nicht das Übliche oder Normale, dass man einfach sagt, komm, wir können es haben. Nein, es haben viele ihre Sachen gebracht, zum Teil schon vorbereitet, zum Teil aber uns überlassen, sie hinzustellen. Und das ist das Schöne und ein Beweis dieser gemeinschaftlichen Arbeit. Wir wünschen uns, dass die detaillierte und ausführliche Beschreibung der Trachten als Archiv und Gedächtnis für die nachfolgenden Generationen fungiert. Daher ist der heutige Stand der Technik ein Segen, so können Sie jeden Schnitt fotografisch und akustisch festhalten und weitergeben. Vor allem wünschen wir Ihnen und uns aber, dass diese Ausstellung Sie anregt, informiert und Ihnen gefällt. Vielen Dank. Auch für die wunderschöne Aufstellung. Und wir haben jetzt noch einen Gottesdienst, der möchte eine Minute etwas erzählen, genau zum Thema. Guten Tag, ich komme aus Hermannstadt, nach dem Gottesdienst mein Name. Als am 9. Mai, also es ist noch nicht ein Monat her, die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sich in Hermannstadt getroffen haben, da ist am Abend Frau Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, auch ins Forum gekommen. Nach ihrer Ansprache hat sie sich an die Anwesenden gewendet, unter denen noch Trachtenträger waren, darunter auch die Frau Bischof Buick. Und ich habe aus 2 Meter Entfernung gehört, wie die Frau Bischof sagte, das ist die Bockertracht. Bockertracht? Fragte Frau Merkel. Und dann hat die Frau Bischof so in ein paar Worten, was ich nicht ganz genau gehört habe, etwas mit Nadeln anstecken erklärt. Jedenfalls, die Frau Bundeskanzlerin schien zufrieden mit der Erklärung.
und hat ein schönes Foto gemacht mit der Frau Bischof. Die Ausstellung ist eröffnet.